So, herzlich willkommen, liebe Sucher und Finder und Finderinnen und Sucher und Forscher in der Welt der Astrologie, die wir hier betreiben. Diese, der ursprünglich mal als König oder Königin bezeichnete Erfahrungswissenschaft, super, super kostbar. Und wer das Werkzeug beherrscht oder damit forscht, und ich bin mittlerweile der Meinung, dass ich so eine Art Grundlagenforschung hier betreibe für mich, der kommt natürlich mit der Zeit zu Erkenntnissen und auch zu Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie er vieles im Leben besser verstehen kann oder besser handeln kann oder auch bestimmte Situationen besser nutzen kann oder aber aus der Sicht der Heldenreisenastrologie zum Beispiel auch einfach mal versteht, in welcher Etappe oder Phase auf einem Weg, egal in welchem Bereich, Beziehung, Partnerschaft, beruflich, Projekt oder was auch immer, in welcher Etappe oder Phase ich gerade bin. Und welche notwendigen archetypischen Aufgaben gerade zu lösen sind, wie auch immer. Am kommenden Dienstag mache ich die nächste Planetenkonferenz. Ja, da geht es um Sonne-Uranus, der Ruf des Abenteuers, der auch eine Erschütterung sein kann, endlich raus aus den erstarrten alten sandgefütterten Triebrädern und Zahnräderverhältnissen. Am Mittwoch mache ich endlich den Abend zum Thema Kryptowährung. Da werde ich einiges astrologisch besprechen, aber auch für die, in der zweiten Hälfte mache ich das dann am Abend in dem kleinen Seminar, für die, die mehr Interesse haben, wie man mit Kryptowährung einfach leben kann. Wir werden uns damit befassen müssen, auch für die, die es noch nicht so wollen. Es ist im Grunde mittlerweile völlig einfach. In der zweiten Hälfte des Abends gebe ich dann da die Hinweise. Es werden vor allem natürlich meine Klienten sein. Und Donnerstag mache ich ein nächstes echtes astrologisches Seminar, wo ich neueste Entdeckungen preisgeben werde. Das Thema wird noch genau bekannt gegeben. So, jetzt aber endlich Vollmond. Zeig dich, du bist umzingelt. Freigabe, da haben wir es schon. So, bitteschön, ist der Vollmond auf Berlin berechnet? Ja, bei mir ist ja immer alles sekundengenau. 5.5.23, 19:34 Uhr und eine Sekunde. Wir sind bei 14:58 pro Minuten 11 der Sonne im Stier. Hier ist natürlich falsch eingegeben, Ralf. Das soll man nicht tun. Also der 5.5. ist es, ja? So, 5.5. Und die Positionen der beiden stimmen exakt überein, bis auf die Sekunde genau. Okay, was haben wir? Wir haben den Vollmond hier vorne im ersten Haus auf Berlin-Berechnung stehen, und zwar im Skorpion. Eigentlich wollte ich an diesem Abend, am Freitagabend, das Tapping machen, die Konstellation, das Konstellationstapping, die Planetenkonferenz, konnte aber leider zeitlich das nicht ermöglichen. Das wäre auch wertvoll gewesen, diesen Zeitraum, diesen Zeitpunkt zu nutzen, ja. Weil der Vollmond findet statt wirklich bei 14:48 und das ist aus der Sicht der Heldenreisenastrologie ein ganz wichtiger Bereich. Da steht der Held gewissermaßen. Wenn wir uns jetzt mal mit dem Mond identifizieren als Weg, dann steht der Held gewissermaßen wirklich kurz vor dem kompletten, endgültigen Überwinden eines bis dato gültigen alten Skripts, einer Entwicklung, einer Reise oder wie man auch immer das nennen möchte. Der Schauspieler hinter der Bühne ist wirklich dabei, die letzte Socke des Kostüms auszuziehen und danach ist er quasi wieder frei von der Rolle und dem Weg, den er die letzten 2 Stunden auf der Bühne in einer Rolle, in einer Geschichte vollzogen hat, ist komplett frei, zieht sich dann die erste private Socke an bei 15 Grad und 1 Brummminuten und danach sondern den Rest der Klamotten und windet sich dann auch mental und emotional aus dem Zugriff der Rolle raus. Das heißt, aus der Matrix, in der er sich bis dato bewegt hat, auf der Bühne, ja, in einem Stück, in einer Geschichte und so weiter. Das ist hier im Grunde genau das Gleiche. Das Empfinden, der Mond, das schält sich jetzt raus aus einer Identifikation, aus einer emotionalen Gleichschaltung, hätte ich beinahe gesagt. Also Identifikation ist vielleicht das bessere Wort in der aktuellen Situation und Lage draußen. Der Mond, das Empfinden löst sich jetzt aus der Identifikation ein, mit einem bis dato gegebenen Entwicklungsweg, Entwicklungsskript, unsichtbarer Matrix, die uns natürlich führt oder steuert. Steuert klingt wieder ein bisschen negativer, aber die unsichtbaren Matrixen, die unsichtbaren Reisepläne innerlich, teilweise über Glaubenssätze etc. Mein Bruder macht ja auch ein interessantes Seminar am 15., wenn der Merkur wieder direkt deutlich wird, zum Aufspüren und Erforschen und Lösen versteckter Glaubenssätze.
Da werden wir auch noch drüber sprechen. Er machte noch Interviews dazu. Ja, da geht es also darum, dieses Skript, was bis dato Gültigkeit hatte, zu verlassen. Und zwar erstmal emotional. Wenn es ein Vollmond ist, bedeutet das natürlich, dass besonders viel Aufmerksamkeit und Licht von der Empfindung in diesem Bereich der Lösung, der Überwindung, der Transformation aus einem bis dato gegebenen Skript möglich ist. Je nachdem, wo der Vollmond jetzt im individuellen Horoskop stattfindet, wird natürlich dieser Bereich besonders beleuchtet. Und je nachdem, was der Vollmond, der aktuelle Vollmond für Konstellationen anbietet zum individuellen Geburtshoroskop, kann man sagen, dass dann diese Bereiche, die dort jetzt berührt werden, insbesondere einer Transformation, einem Verlassen der Themenbereiche, Lebensbereiche, der Inhalte, was auch immer, unterliegen. Ja. Also wer Interesse hat, ab nächste Woche mache ich für 2 Wochen intensiv Beratungsphase wieder, auch mit einem Spezialangebot. Gibt es allerdings wieder nur über mein Newsletter. Diese Sachen mache ich immer nur intern, gehe ich raus. Genau, und da kann man sich dann so eine Sachen gegebenenfalls mit angucken in den Beratungen. Ja. Okay, so, also Vollmond mit Skorpion. Ganz, ganz wichtiger Vollmond. Das Lösen aus einer unsichtbaren Matrix, weil die einfach mal abgearbeitet wurde, abgespielt, abgehalftert, ab, wie auch immer. Ich habe fertig, ja, sagt die Matrix und sagt, so, jetzt geh aber raus. Und derjenige, der jetzt mit dem Mond unterwegs ist, da identifiziert ist, sagt dann, ja, ich habe auch fertig, tschüss. Na, das geht es. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich hier die Sonnen. Die beiden sind also hier in einer Opposition. Opposition ist ja immer die Folge einer Wegbewegung. Da werde ich gleich in dem internen Video noch ein paar mehr Sachen zu sagen. Das ist auch wichtig. Bewegen sich Planeten aufeinander zu oder voneinander weg? In welchem Bereich des Weges sind sie? Ja, ganz, ganz wichtig. Und wer ist schneller? Das kann man alles bildhaft mitdeuten. Man kriegt immer mehr Informationen, je tiefer man schaut. Aus diesem Hologramm, aus diesem vollkommenen Werkzeug, was uns der liebe Gott da anhand der mathematisch seit Jahrtausenden laufenden Sternen Wege vorgelegt hat, in den Schoß gelegt hat, überantwortet hat, was auch immer. Okay, so, ja, die Sonne steht bei 15, knapp 15, also 14, 48, 11 auch. Diesmal natürlich im Stier, nicht im Skorpion. Und damit beleuchtet sie ganz, 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 ganz wichtig einen großen Umbruchspunkt. Bei 15 Grad Stier, Löwe, Wassermann und Skorpion liegen ganz wichtige Paradigmenwechselpunkte. Das hat der Döberreiner zum Beispiel beschrieben, indem er gesagt hat, der 8. November, 9. November ist ein Umbruchstag. Das ist einfach der Sonnenlauf zwischen den 6., 7., 8., 9. November rum über diese Mitte Skorpion, da wo jetzt der Mond steht. Ganz wichtige Sachen können da passieren. Da wird durch die Sonne halt dieser Bereich, der hier eingespeichert ist in die 15 Grad Stier, ja, als dramaturgisches Modell, das ist ja der Tierkreis, wird beleuchtet, dieser Punkt, Umbruchspunkt. Da wird da, glaube ich, auch hier irgend so ein komischer König oder Prinz gekrönt, ne? In England. Prinz Charles. Auch ziemlich interessant, müsste ich eigentlich auch mal in einem Video bringen. Der ewige Prinz, ich glaube, was ist er? Anfang Löwe Aszendent oder Anfang Löwe Sonne? Ich glaube, Löwe Aszendent, Anfang Löwe Aszendent. Die ersten 10 Grad Löwe sind der junge Prinz oder der Prinz. Ja, ist doch ein schönes Gleichnis, ne? Aus der Sicht der Heldenreisen. Astrologie, Formulierungen. Ja, die ersten 10 Grad, da liegt eine Rolle drunter, wie unter allen 36 Phasen Rollen drunter liegen, die der Held während seines Weges temporär besetzt oder übernimmt. Und die ersten 10 Grad sind der Prinz. Ja. Okay, so, was haben wir denn jetzt hier für Konstellationen oder Bewegungen? Wir haben einen Kontakt gehabt zu Lilith, das ist aber schon ablaufend. Also der Mond geht schon weg davon, müssen wir nicht weiter besprechen. Ebenso verhält es sich hier mit diesem Quinkungs, auch schon schwächer werdend. Thema hier auch schwächer werdend. Also Neptun, das sind die 1,5 Quadrate. Genauso mit der Venus, alles nicht wichtig. Mond wird erst später in einen Trigon gehen zum Mars, auch noch zu weit weg, müssen wir auch nicht besprechen. Das Wichtigste, was heute uns betrifft, ist, wenn der Vollmond diesen Bereich des Uranus beleuchtet. Und das passiert dann am 5., schon am 6. rum spätestens. Am 5., 6. geht er direkt darüber und damit wird dieser ganze Bereich Ruf des Abenteuers innerhalb des Stier betroffen. Der Uranus steht bei 1841, das ist ein Bereich, aus der Sicht der Heldenreisen, Astrologie,
der überschrieben ist mit große Transformation oder Katakomben der Macht. Da geht es auch um Matrixen. Und da wird durch den lichtvollen Mond dieser Bereich, nämlich die Irritation, auch die Erschütterung von Matrixen innerhalb eines Sozialgefüges beleuchtet. Ja, das sind die unsichtbaren Matrixen, die die Gruppe bestimmt. Und der Uranus, der stapelt da sowieso alles Mögliche derzeit um. Und im Moment stapelt er die unsichtbaren Untergrundmatrixen um innerhalb der Gruppe. Und das ist ein wichtiges Thema, so dass man sagen kann, insbesondere am Dienstag, wenn die Sonne dann über den Uranus läuft, ist mit Umbrüchen oder mit Erschütterungen eines bis dato gegebenen statischen Areals oder eines statischen Lebensfeldes zu rechnen. Ja? Aber natürlich ist das Verlassen der Skripte, wenn der Mond weiterläuft und dann den Kontakt zum Uranus nimmt, ist das nämlich der Hinweis darauf, dass wir den Ruf des Abenteuers jetzt unmittelbar nach diesem Vollmond annehmen können, hören können überhaupt. Erstmal Ruf des Abenteuers ist immer dann gegeben, wenn ein Bereich, ich sage mal eine alte Welt dazu, das heißt irgendein Bereich, der einen Status quo hat, der stabil ist, aber schon nicht mehr richtig funktioniert, wenn der nicht mehr genügend Entwicklungsspielraum für einen wandernden, reisenden Helden beinhaltet, wer auch immer jetzt gerade reisender oder wandernder Held ist, dann kommt der Ruf des Abenteuers, der zu ihm sagt, so, es ist Zeit, dass etwas Neues in dein Leben kommt, beziehungsweise ich gebe dir den Impuls zum Verändern oder Verlassen der gegebenen Verhältnisse. Wer das Buch hat, hier ist es übrigens nochmal, da steht zwar keine Astrologie drin, aber da sind die 36 Phasen jeglicher Entwicklung genau beschrieben. Und dort müsst ihr jetzt einfach nachlesen, wenn ich Ruf des Abenteuers sage, unter zweite Etappe, erste Phase, Entschuldigung, des Heldenweges aus der Sicht des unsichtbaren Skriptes der Heldenreise, kann man auf alles anwenden. Kann man immer anwenden, braucht man das Buch aufschlagen. Wo stehe ich gerade in meiner Beziehung, in meinem beruflichen Werdegang? Was macht gerade diese Situation für mich inhaltlich wichtig? Buch aufschlagen, ohne lange nachdenken. Gut, das soll es für heute eigentlich gewesen sein. Ich glaube, die alle wichtigen Hinweise habe ich gegeben. Also, bis bald im Wald und tschüss.